Verfluchter Degenerierter. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlt. Sie wurde an die Wand genagelt. Joffrey. Okay. Hm? Joffrey. So, sag ich ja. Der hat die Huren gefickt und dann hat er es umgebracht. 4 sogar. Hm. Und dafür steht er. Was soll das sein? Verfick nochmal! Oh, Scheiße! Geschieht ihm recht. Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Halt! Was? Was willst du? Hallo Junior, hab dich schon eine ganze Weile gesucht. Ich bin hier, um dich zu töten. Ich gebe dir alles, was ich habe. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiß-Du! Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Pass gut auf, sag jetzt die Wahrheit. Willst du wissen, wieso? Ich werde nicht lügen. Ehrlich. Ich habe lange gebraucht, um dich zu finden. War nicht leicht. Ich bin wütend und müde. Ich musste eine Menge Leute umbringen. Ein paar haben versucht, mich aufs Kreuz zu legen oder zu lügen. Hat mir nicht gefallen. Wenn ich noch eine Lüge höre, ist das Maß endgültig voll. Dann mache ich etwas, das mir im Nachhinein leid tun wird. Ist dir jetzt klar, warum du mich nicht anlügen solltest? Ja! Gut. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen! Noch eine Lüge, dann schneid ich dir die Eier ab. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigiräuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren? Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Ja, ja, es ist weiß. Boah! 51 Follower. Ich hatte ja Follow gedrückt und ich hab's verpasst. Bin's blöd. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn.
Wir können Dudu nicht den Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann es einfach nicht ausblenden. Dann geh ich immer allein. Ich geh doch allein. Du wartest draußen. Ich kann dich nicht im Stich lassen. Wenn dir was passiert, reißt Geralt mir den Kopf ab. Der Follower. Jemand muss unseren Rückzug decken. Es wird Ärger geben. Es könnte turbulent werden. Wir müssen schnell fliehen und in der Menge untertauchen. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben. Mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Ein Zimmer ganz oben, mit dem Balkon. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich hab auf dich gewartet. Du schäbige Nutte! Wo ist Heuchelschatz? Ich schlitz dich auf, kleine Hure! Wo ist Heuchelschatz? Ich schlitz dich auf! Auge um Auge. Sie kommen. Dudu, hör zu. Wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Schlagt ihn! Tötet ihn! Wirst du bezahlen! Los, na los! Holt euch das Luder! Alle drei auf einmal. Mit drei auf einen Streich. Mit denen haben sie nicht gerechnet, ha? So wie es der Hurensohn Junior. Umzingelt ihn! Umzingelt ihn! Warte, das war schon was setzen, ha? Wieso? Umzingelt sie. Hilfe! Ich bitte, das wird aber lecker nicht. Zerstückelt ihn! Mach die Missgeburt fertig! Was denn? Doch habe ich ihn kaputt gemacht, oder? Auge um Auge!
verfluchte Scheiße! Zack, zack. Ja. Kann ich jetzt gerne alles aufheben? Ich weiß nicht, ob ich später mal kriege, aber ich heb's auf. Schon wieder weiß. Schon ist das auch ein Drache, der seinen eigenen Schwanz jagt oder eine Schlange. So ist es gewesen. Das ist die Wahrheit. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden verschluckt. Was ist mit der Frau passiert? Ich hab keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, er hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie hat angegriffen. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich, ich habe meine Strafe bekommen. Gnade, bitte. Nein, sicher nicht. Ich sage dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Mach ihn kaputt. Nein! Ja, scheiß am Hurensohn. Da liegen die nackten Frauen da. Wie viele die eigentlich umgebracht hat. Hat wirklich viele umgebracht, der Hurensohn. Und nein, ich schimpf nicht, er heißt wirklich Hurensohn. Falls sich euch wundert. Warum schimpft er so oft? Nein, es ist sein Name. Eigentlich heißt er ja Hurensohn Junior. Steht da in der Quest drin, ja, ihr könnt schauen. Ja. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Na, genau jetzt. Ich wollte gerade die Quest weitermachen, jetzt muss ich mich revanchieren. Ja. Na gut, was soll's, ich hab's ihm versprochen, ne? Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Ungern. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Damen der größten Familien gaben ihren Schmuck. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du. Halt's Maul, ich will deine Sache gar nicht hören. Was will der Radovid von uns? Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde Philippa Eilhard für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herrin Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen.
aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhardt? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhardt ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen, aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Da Philippa Magie genutzt hat, solltet ihr besser Magier auf sie ansetzen. Ich habe einem neuen Rat zugestimmt, aber was hat es mir gebracht? Die Magier an meiner Seite sind Nichtsgönner und Feiglinge. Sie könnten es niemals mit Eilhardt, Lauxantil oder Merigold aufnehmen. Ihr habt immer noch eure Hexenjäger. Du bist der beste Hexenjäger. Das hast du bereits bewiesen. Sheila de Tankerwilz und Philippa Eilhardts Plan, du hast ihn vereitelt. Ich will, dass du beendest, was du angefangen hast. Geh jetzt in die Berge und bringe mir Philippa Eilhardt. Ja, ich mag ihn Radovid nicht, eigentlich. Aber er ist halt König. Krieg wieder unter deinen Schatten. Und er will einen Gefallen von mir und dadurch schuldet er mir wieder was und dann mach ich's. Komm ich da runter wieder? Scheiße. Wurscht. Schauen wir uns mal die Quests an. Ja, das Rennen. Okay, da haben wir 7er Quest, das Spukhaus. Die mache ich jetzt, oder? Die Level 7 Quest hat schon längst erledigt gehört. Pass doch auf! Schieb eines Deine Waffen. Ja, gib her, danke schön. Auf Wiedersehen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Doch, auch. Beides. Lang lebe. Dann. Machen wir nach Süden. Etcetera, etcetera. Oh. Etcetera, etcetera. Zum Spein nach diesem Gelage. Hast du heilig ersticken? Drei Pfund. Da zum Spukhaus. Ich glaube, der Weg ist trotzdem schneller, weil da können wir rauf und links laufen, bevor wir da um den ganzen Häuserblock um und um müssen. Jetzt kommt wieder der lange Ladescreen. Ich hasse ihn. Ich hasse so viel diesen Screen da. Teufelsbrot. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie lange der Ladescreen bei der normalen PlayStation war. Bummel wird nicht. Wenn er bei der PS4 Pro schon so lange dauert, ne? Aber weißt du, was ich jetzt verstanden habe? Hm? Teufelsbrot. Ja, Teufel, ich habe auch kein Teufelsbrot. Das steckt den Hals fest, egal was du machst. Es steckt immer den Hals fest. Aua, nicht ziehen! Du wolltest doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Es waren da oben. War noch ein Fragezeichen. Gott, da bin ich. Hallo. Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ihr wohnt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah.
Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein- und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Was? Na, offensichtlich. Na gut, okay. Dann freue ich mich, dass die Quest nur so scheiße war. Schatz suchen. 11. 11 ist da das Niedrigste. Gut, Schatz suchen ist 11 das Niedrigste. Gut, dann mach ich da. Machen wir das. Gut. Ich hab gut gesagt. Ja, und ich sag cool. Ich will nicht eine schnelle Reise machen. Ich will daher, dass ich daher finde. Dankeschön. Sind alles so leid, warum? Wie ich einfach alle wegstoß. So, bam, bam. Aus welchem Dorf kommst du? Beiden. Aha, was ist da? Lasst ihn in Ruhe. Und wer bist du? Eine Möchtegern-Tempelwache? Ich bin ein Bewunderer von Recht und Ordnung. Dann hast du den Fehler gemacht, in diese Stadt zu kommen. Lasst ihn in Ruhe. Dreckiger Franzos. Und wenn nicht, was dann? Dann stirbt's. Wenn nicht, dann werde ich euch die Fressen polieren. Habt ihr das gehört, Jungs? Ich werde dich abflachen wie einen Hund. Hört endlich auf, in sein Schwert zu rennen! Umgebracht. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wenn's nicht blocken würden, wär's Two-Hit gewesen. Geh nach Hause, Kaufmann, und komm besser nicht wieder. Das werde ich. Ich meine, danke. Das werde ich nicht mehr. Ja, danke, Herr. Bin ich kaputt. Wie du willst du? Was? Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Weil ich hätte gern von dir nämlich dann ein geiles Gewinnt-Match, wo ich eine gute Gewinnkarte gewinne. Ah! Und drüber. Und drüber. Steckst bitte das Schwert weg? Nein, steck das Schwert weg. Geralt. Vorher, wo du bitte meiner gesprochen hast, der Reden geheißen hat, habe ich mir irgendwie so gedacht, warum willst du mit dem Reden? Weil er gewinnt? Die blöden Worte immer, ha? Ja, liebe Wortspiele. Nein, du. Schau, er steht sicher absichtlich blöd. Das gibt's ja nicht. Nein, die haben absichtlich wahrscheinlich überall die Fackeln hinbaut, wo du was anderes auch drücken kannst. Halt dich lieber vom anderen Flussufer fern. Eine falsche Bewegung und das könnte dein Ende sein. Übertreib's nicht, komm. Bam,
Banane. Warum lenkst du? Ich habe mir gedacht, auf wegen musst du nicht lenken. Nee, nee. Ich mach's. Geh sofort wieder rein. Aber guck mal, dann. So da drin wimmelt es von Mott. Wenn man zur Kneipe. Die sind knusprig, ja? Gibt's ein Problem? Knuspriger Hintern. Nicht nur eins. Es werden immer mehr und mehr. Das ist ein Hexerjäger. Aber was geht dich das an? Wer bist du? Ich löse Probleme. Ich bin hier, um euer Problem zu lösen. Warum haben die so komische Kragendinger da? Radovid hat mich geschickt. Ich weiß nicht, ach, du bist das. Schatz, wir haben dich schon erwartet. Ein Maul-Dings da. Ja. Na Maul, aber... Klingt ja nicht gerade begeistert. Was erwartest du drauf? Wir haben die halbe Arbeit erledigt. Dann tauchst du auf und holst dir den ganzen Grün. Schon nur behindert aus. Ich hab gehört, dass ihr nicht reingekommen seid. Bis gestern. Da haben wir diese Kachel gefunden. Sieht zwar gewöhnlich aus, besitzt aber irgendeine Kraft. Sie öffnet den Eingang. Das war, glaube ich, so ein Rätsel. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das hat mir einige Zeit erspart. Das ist ja schön. Was erwartet mich da drin? Alles Mögliche. Das ist ein alter Tempel der Elfen. Die Hexe Eilhard hat ihn zu ihrem Versteck gemacht. Die Männer da sind in eine magische Falle geraten und wurden dann von Monstern angegriffen. Haben es kaum rausgeschafft. Sind noch mehr Leute von dir unten? Ungefähr ein Dutzend ist rein und nur die sind wieder rausgekommen. Der Rest ist bestimmt tot. Denkt ihr, dass Philippa immer noch drin ist? Das wissen wir nicht. Sicher ist nur, dass sie irgendwann dort war. Sicher? Was soll das heißen? Wir sind seit Lokmuin hinter ihr her. Ihr die Augen auszustechen hat nicht gereicht. Radovid hätte sie an Ort und Stelle ausweiten sollen. Jedenfalls hat sie sich in eine Eule verwandelt und ist geflohen. Sie ist durch Kedwin und Redanien geflogen und hat sich hier versteckt. Ich sollte nachsehen, ob Philippa noch da drin ist. Aber rechne nicht damit, dass jemand kommt, um deine Leiche zu holen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass wir meine Leiche holen, oder? Oh ja, ich. Schau. Hexe oder nicht? Er ist tot, bevor du zwei Gebete gesprochen hast. Klatsch. Was? Haben wir da Katzenrüstung gekriegt? Katzenschulen-Ausrüstung. Nice. Schöner Katzen-Silberschwert. Es muss einen Mechanismus geben, der diese Tür öffnet. Und der ist da versteckt. Hier fehlt eine Kachel. Das war ein Zufall. Okay. Ich hab glaubt, das ist irgend so ein Rätsel, dass du irgendwas verschieben musst, dass der. Ein perfektes Versteck für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Was war das? Ich weiß nicht. Portale, großartig. Die Hexenjäger haben sich bestimmt dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ich hasse Portale. Da dreht sich mir der Magen. Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgefranst. Das ist eine Eulenfeder. Wenn es mal nicht halten kann. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Necker. Hatte ich mir schon gedacht. Die lieben Eulen. Was? Der hat jetzt geheißen 341 oder was? Oder irgend so? Der hat das Name irgendeine Zahl gehabt. Schau. Necker, Necker. Schau, 400. Was? Das ist dein Schaden, der nicht. Ja, aber normal steht ja immer der Name auch drüber, was das ist. Ja, Necker. Ja, ist aber nicht gestanden, sondern nur die Zahl. Sag ich ja gerade, die ganze Zeit schon. Verdammt, es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich es aktivieren. Jetzt nicht mehr. Ah.
Das war ein Fail vom Fenster. Das war ein Fail. Stell dir vor, das passiert dir nicht. Ja, so urcool und dann. Boah, ich renne einfach die Stufen runter. Blablabla. Platsch. Ja, das kann ich mir vorstellen, bei meinem Glück. Jetzt ladet's wieder ewig. Komm, für was ladest du bitte? Du Popo. Das Spiel muss erst nachdenken. Wo war ich zuletzt? Wo war ich? Ladescreen. Screen. Lade. Schnell. Schnell, hopp. Hoppity hopp. Hopp hopp. Hoppity hopp. Hoppity hopp, hab ich gedacht. Ja, was soll ich machen? Das nervt mich da. Einmal sterben und dann gleich Ladezwiege 2 Minuten. Wegen einmal tot sein. Das kann. Du kannst aber auch nicht im Mund halten. Nein, kann ich nicht. Sonst ist er zu leise. Na, endlich. Wo ist jemand gestorben? Ruft ihr da runter? Ich schau noch, ob. Ja, hört das. Ja, okay, ich würde sagen, wir lassen es da gut sein, oder? Na, schau wenigstens noch kurz nach. Das dauert's lang. Wo es weitergeht. Ich will es nur wissen, wo es weitergeht. Ja, aber ich kann hören nicht auf, wenn ich da wieder. Ein perfektes Versteck. Für eine Eule. Das macht es mir schwieriger, mich zu bewegen. Und die Hexenjäger haben sich bestimmt. Dran zu schaffen gemacht. Funktioniert. Wer hätte das gedacht? Eine Flugfeder. Der Rand ist ausgebrannt. Das ist eine Eulenfeder. Warum steht manchmal dabei, dass der Geralt sagt? Necker. Und dann hatte ich mir schon gedacht. Die lieben. Das, Necker. Das weiß ich schon, aber bei den Gegnern selber. Schau er nach. Steht's nicht. Normalerweise steht's über dem Lebensbalken immer drüber. Renn jetzt nicht wieder runter. Verdammt, bist du hässlich. Runter steht's. Bitte verrückt. Pass auf, fall nicht wieder. Gönn's. Verdammt. Ja. Es ist nicht aktiv. Vielleicht kann ich's aktivieren. Da war was Rotes. Da rechts, das Sackerl da. Ein Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. Müsste wieder funktionieren. Woher weißt du, dass ich noch? Das Portal ist aktiviert. Ich habe nur gedacht, Arad ist ein Zeichen, das du machen kannst und vielleicht deswegen, dass es sich wieder startet. Ich will. Arad ist eine Druckwelle. Ja, aber das habe ich jetzt. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß gerade einmal, dass Igni das Feuer ist. Keinen Schritt weiter! Steck die Waffe weg, bevor du dir wehtust. Warte! Bist du der Hexer, den der König schicken wollte? Richtig geraten. Eigentlich müsstest du wissen, wie gefährlich dieser Ort ist. Du solltest oben bei den anderen warten. Auf keinen Fall! Diese Feiglinge sind bei den ersten Monstern abgehauen. Ich bin mutiger. Außerdem wird hier was Großes passieren. Ich werde rausfinden, was es ist. Und Radovid wird sich freuen. Der König befördert mich, überreicht mir vielleicht eine Medaille. Denkst du, dass Philippa noch hier ist? Das weiß ich nicht. Wir haben einige Höhlen durchsucht, aber es gibt genügend Verstecke. Wenn sich jemand verstecken möchte, wäre das kein Problem. Selbst für jemanden, der keine Eule ist. Was wird hier denn Großartiges passieren? Ich weiß es nicht im Einzelnen, aber ich habe Philippa Eilharts Aufzeichnungen gefunden. Dort werden Ida Emian, Margarita Laux Antel, Francesca Finderbär und Fringilla Vigo erwähnt. Sie wollen sich bestimmt treffen. Hier. Na schön, dann bringen wir dich jetzt raus. Ich hab's doch schon gesagt. Ohne mich. Außerdem habe ich den Kraftspeicher fürs Portal entfernt. Wir müssen jetzt warten, bis sie uns holen. Niemand wird uns holen kommen. Gib mir den Kristall, ich bringe uns hier raus. Aber die Monster... Ich werde dich beschützen. Und wenn dir das nicht gelingt? Wir haben keine Zeit zum Diskutieren. Gib mir den Kristall.
Nur über meine Leiche. Bitte, du machst es schwierig. Ich hau dich sogar tot. Tja, Pech gehabt. Ja, er hat's. Na, tot ist er eh nicht, aber... In Ordnung, das reicht. Ich gebe dir den verdammten Kristall. Aber zuerst groß reden. Geh mir aus dem Weg. Nur über meine Leiche. Ah! Idiot, du. Verdammter. Dummer. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich da runter kann. Ja, nein, kannst nicht. Da gehört das Portal her. Du musst irgendwo so ein Geäst oder so finden. Noch eine Feder. Ich bezweifle, dass Philippa einen Vogelkäfig hatte. Sie hat Polymorphie benutzt. Dann ist er doch. Liebesbriefe? Hm, interessant. Philippa hat eine Frau verlassen. Für Dijkstra. So, pass auf. Irgendwo muss aber was sein. Ja, muss den Kristall einsetzen kannst. Nein, da ist. Das ist ein Portal. Warte, können wir ein Kristall am Genau. Warte. Da! Neben der Tür! Rechts! Das schaut. Siehst du das nicht? Ja, das da. Das da! Das Geäst! Da musst du den Kristall reinsetzen. Gut, und jetzt aktivieren. Das ist immer zu hektisch, das drehst dich um und. Ja. Kann ich es da unmöglich zeigen? Wo ich mein. Mann, Digga. Wie hässlich. Schau mal nicht runter. Das muss ihr Labor gewesen sein. Ein Tunnel. Hörst du es doch? Wo er wohl hinführt. So. Wobei, ich glaube, da kannst du sogar runter, da gibt's irgendwas. Noch ein inaktives Portal. Der Kraftspeicher fehlt. Vielleicht haben die Necker ihn geholt. Du musst zurück und runter. Aber, ja, machen wir das halt dann beim nächsten Mal vielleicht, oder? Genau. Ich kann ihn nicht machen, ich bin schon so müde. Ich mache schon noch Kacke. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, danke an alle, die live wieder dabei waren. Genau, danke für alle Follows, wenn es welche gegeben hat. Ich weiß nicht, einer schon, aber ich glaube, das ist ein Anzeigefehler, also ja. Egal. Gut. Wir sehen uns, bis dann, euer Slavos. Tschüss, danke schön. Und Dekaro, bye bye. Tschüss.